Das erste Ziel für Tanja auf ihrer Tour quer durch den Thurgau an einen echten Wallfahrtsort am Oberlauf der Murg. Das Benediktinerkloster Fischingen wurde kurz vor 1138 gegründet und im 17. und 18. Jahrhundert im Barock- und Rokoko-Stil umgebaut. Hallo, Walter. Tanja, freut mich sehr. Freut mich auch. Das ist der Walter Hugentobler. Er ist der Geschäftsleiter vom Kloster Fischlingen. Das ist schon eine beeindruckende Anlage, nur schon, wie man hier herfährt. Ja, natürlich. Also, es ist auch sehr ein schöner Arbeitsplatz. Und die Klosteranlage bietet eigentlich alles, was man sich unter einem Kloster vorstellen kann. Ja, die haben noch aktive Mönche. Genau. Die haben eine Bierbrauerei, das ist schon mal sehr speziell. Genau, dann haben wir noch eine eigene Schreinerei hier im Areal. Wir haben einen Teil der Förderschule hier. Wir haben Kulturanlässe, die wir organisieren. Und wir haben Seminarhotel und auch Individualhotel mit Restaurant. Ja, also alles, was das Herz begehrt. Und das zeigst du mir jetzt alles von nach? Gern. Ich freue mich drauf. Also, zeig dir gern, wie sie reinräumen. Wo müssen wir durch? Wir können da gerade. Genau. Ja, also da ist unser Wappenzimmer. Es ist eines von diesen zwei Zimmern bei uns, wo man heiraten kann. Also, da innen? Ja, genau. Mit Trauzeugen und so. Ja, und dann gehen wir in den nächsten Raum. Schmale Tür. Genau. Ja, da sind wir im Archiv. Wow. Das war quasi der Tresor vom Kloster Fischingen. Da sind alle Schriftstücke gelegen, die Relevanz haben, sagen das Lehensbrief, Zentenbrief, Verträge usw. So weiter. Ist eines der schönsten barocken Archive in Europa. Man könnte sagen, das war einer der ersten Escape Rooms in Europa. Das heisst, man kommt hier raus, ohne durch die Tür zu gehen. Und okay. Wenn man ganz aufmerksam ist, findet man es raus. Weil da steht Archivus, Aus- und Eingehendes auf der ganzen Linie. Und wenn man hier die Knöpfe anschaut, hat es hier einen, der etwas auffällt. Ey, aber da musst du keiner gut schauen. Krass! Genau. Und jetzt wird es spannend. Wieder raus, beziehungsweise hier gehen sie eben zum Abt. Hier beten und arbeiten auch heute noch Benediktinermönche. Die Klosterliegenschaften selbst sind aber seit 1879 im Besitz des Vereins Kloster Fischingen. Was erreicht wurde, kann als beispielgebend weit über die Grenzen der Schweiz hinaus gesehen werden. So dient die beeindruckende Bibliothek heute auch für Veranstaltungen, Seminare und dank der hervorragenden Akustik auch für Konzerte. Schön. Die Ruhe wirkt extrem. Ruhe und Gelegenheit zur inneren Einkehr finden die Besucher auch in der Klosterkirche. Meisterhaft sind die hölzernen Einbauten. Mit Holz kennt man sich aus im Thurgau. Wow! Schön, es schmeckt. Ja, das ist intensiv. Das ist der Barrique-Keller von der Pilgrim-Brauerei. Das ist die erste und einzige Klosterbrauerei in einem belebten Kloster in der ganzen Schweiz. Okay. Und zu dem Bier kann dir unseren Braumeister, den Marco, ein bisschen mehr sagen. Hallo. Hoi. Kannst du ihm Fragen stellen. Super, danke vielmals. Bitte, gerne schön. Hallo. Hoi. Marco. Hey, was für Bier braucht ihr alles hier? Wir brauchen hier drei verschiedene. Das sind einmal die Kraftbier. Die sind, das stammt alles aus Amerika, oder? Das ist so Bewegung. Das sind vor allem unfiltrierte Bier, sehr stark gehopft und viel Inhalt. Des Weiteren machen wir noch Trappistenbiere. Das sind belgische angehauchte Biere, also sprich Triple nennen wir sie da, weil Trappisten dürfen sie eben nur dort nennen. Die sind etwa 10%ig. Eine offene Gärung, oder das ist das Spezielle da an der Brauerei. Wie lange bleiben denn die in diesen Fässern? Ich habe immer gedacht, das ist so typisch rot wie bei Überraschung. Genau, das Bier auch in Fässern. Genau, das sind auch Weinfässer überteils also da und Cognac- und Rumfässer. Und je nach dem Bier und wir das eben einlagern, etwa 4 Monate bis 12 Monate. Da, je nachdem. Ich hoffe, ich bekomme nicht beim Essen alles zum Trinken. Das will ich auch hoffen. Hey, danke vielmals. Alles gut. Gute Zeit. Immer wieder gerne. Danke.
Bekanntlich soll ja das Essen Leib und Seele zusammenhalten. Das gilt für die Benediktiner wie für die Hotelgäste gleichermaßen. Kein Wunder also, dass man sich im Kloster Fischingen auch darum kümmert. Und das mit gesegnetem Erfolg. Gesundheit! Zum Wohl, Anja. Danke vielmals für alles. Sehr spannend bei euch und vor allem sehr schön. Ja, du, ich wünsche dir einen guten. Danke, Michael. Es schmeckt so fein, ich muss da unbedingt reinbeissen. Ja. Ja, da legen wir Wert eben darauf, dass wir saisonal und regional etwas machen können. Und auch Produzenten aus der Region gut berücksichtigen können. Das finde ich schön. Hey, danke viel, viel mal. Auf jeden Fall. Es war ein extrem spannender und wirklich schöner Rundgang. Ich komme sehr gerne mal einmal in Ruhe geniessen, sein und erholen. Ja, das freut mich sehr. Immer herzlich willkommen. Danke vielmals. Danke dir.